Servus Freunde, nicht mal ein Tag ist vergangen und wir sitzen schon wieder vor der Kamera. Wir wollten uns eigentlich erst ein bisschen erholen, aber irgendwie jetzt habe ich jetzt dann irgendwie doch noch den Eike kontaktiert, dass er vorbeikommen soll, um das Video aufzunehmen, weil ich mir einfach dachte, jetzt sind wir noch so ein bisschen im Österreich-Hype drin, Ja. jetzt sind wir noch so ein bisschen in der Österreich-Stimmung Kann man das und perfekt aufnehmen. können es perfekter widerspiegeln, was wir alles erlebt haben, bevor wir alles wieder vergessen. Trotzdem, es waren immerhin 12 Tage, wo wir weg waren und deswegen habe ich hier alles nochmal aufgeschrieben, weil es echt einiges ist, was wir erlebt haben. Und ja, heute ist quasi so ein Fazitvideo, so ein Rückblicksvideo, nochmal in Sicht von uns erzählt, was wir, wie wir das erlebt haben und auch Sachen, die ihr nicht erlebt habt, aber wir erlebt haben. Und jetzt noch zu den ganzen Videos, die schon rausgekommen sind. Playlist ist oben verlinkt übrigens oder auch unten in der Beschreibung. Zu den Sachen, die ihr nicht erlebt habt in den Videos, die wir aber erlebt haben, nochmal so quasi super extra Feedbacks für euch oder extra Informationen und extra Eindrücke, die wir beim Trip gemacht haben. Und ja, deswegen fangen wir direkt beim Tag 1 an, würde ich sagen. Und das war ja quasi nur der Abreisetag und der muss natürlich ganz klar mit rein ins Video, weil wir wollten jeden Tag mitfilmen. Das war unser Ziel. Wollten aber trotzdem, dass jeder Tag unterhaltsam bleibt. Deswegen haben wir auch immer in Mitte des Trips mal einen Tag, glaube ich, kein Video gemacht. Aber Ja, dafür, es kam Pause auf jeden Fall. es kam ein Tag Pause, aber dafür am nächsten Tag dann gleich zwei Videos, Ja. beziehungsweise 2 Tage in ein Video verpackt. Aber wir wollen auf jeden Fall immer den Unterhaltungswert relativ hochhalten. Deswegen immer kurz und knackig und möglichst mal Musik dabei Ja. oder möglichst Und Halter heißt, unterhaltsam, ja. genau. Ja, Tag 1 war wie gesagt die Abreise. Wir waren sehr müde natürlich. Dazu kommt jetzt gleich noch eine Geschichte, die wir euch erzählen können. Da musste der Eike natürlich auch mitleiden, weil ich ihn da mit reingezogen habe in die Scheiße. Und zwar ging es um meinen Laptop, den ich einen Tag vor der Abreise neu aufgesetzt habe. Und das war ein eigenes Grab, was wir uns da fast geschaufelt hätten, weil ich den Laptop neu aufgesetzt habe, Windows neu draufgezogen und so weiter und so fort. Und dann ging es schon los. Das neue Aufsetzen hat nicht geklappt. Da saß ich erstmal 3 bis 4 Stunden dran, bis ich da einen Klick vergessen hatte, der dann den ganzen Laptop Gott sei Dank noch aufgesetzt hatte. Aber dann kommt das nächste Problem: Die ganzen Treiber haben gefehlt für den Laptop. Die müssen alle installiert werden. Das heißt, ich hatte keinen WLAN-Treiber, ich hatte keinen Videotreiber, was man alles da braucht zum Schneiden und zum Hochladen. Hat alles gefehlt und da gab es lauter Probleme beim Download und so weiter. Ja. Ich will jetzt nicht ganz genau die Details erzählen, weil wir sind ja nicht auf dem Computerkanal mit irgendwelchen Fachwissen-Dinger. Aber jedenfalls gab es da eine ganze Menge Probleme und wir saßen letztendlich mit allen Problemen, was wie gesagt Treiberprobleme waren, Aufsetzungsprobleme im Allgemeinen und auch noch so Sachen wie, dass wir alle Songs, alle Effekte, alle Soundeffekte, was weiß ich, alles was wir halt brauchen für diesen ganzen Trip, halt nicht alles noch übertragen mussten auf die Festplatte und so weiter. Und das Ganze hat uns dann irgendwie bis um 2, 3 Uhr nachts aufgehalten. Eigentlich dann um 3 Uhr nach Hause und ich habe noch bis um 4, halb 5 noch alle Sachen, die übertragen, also alle Sachen, die wir brauchen zum Schneiden. Und unter anderem auch die Schnittprogramme habe ich alle installiert. Und dann habe ich jetzt endlich noch 2 Stunden Schlaf oder so gehabt. Das heißt, wir waren beide relativ müde. Ja, sehr müde. Ja. Dementsprechend auch etwas unmotiviert vielleicht vor der Kamera, aber wie gesagt, wir wollten jeden Tag filmen und haben es auch durchgezogen und deswegen ist alles ja, real halt. Real. Wir haben jetzt hier kein Lächeln aufgesetzt oder so, wir waren müde, wir waren unmotiviert. Und ja, aber natürlich sehr optimistisch noch nebenbei, weil wir natürlich uns extrem auf den Urlaub gefreut haben. Ja. So, Vincent abgeholt und so weiter, alles gut. Der Rest seht ihr im Video. Und dann ging es langsam Richtung österreichische Berge, wo wir dann auch die Kameras mehr ausgepackt haben, wo Eike viel gefilmt hat unterwegs beim Fahren und so weiter. Ja, wir hatten eine Menge Stau. Es war so viel Oder Scheiß, extrem viel ne? Stau. Das war natürlich nicht das optimale Abreisedatum, weil es der erste offizielle Ferientag, glaube ich, in Baden-Württemberg Ja, war. irgendwie sowas. Ja. Beziehungsweise der zweite Ferientag sogar. Und wir sind noch früher losgefahren, als wir eigentlich hätten müssen, weil wir an dem Tag eigentlich noch gar nicht fahren wollten. Ja. Gott sei Dank haben wir das so gemacht, weil so haben wir letztendlich nur 3 oder 4 Stunden Stau gehabt. So Sonst, ewig, ich wette, Alter. einen Tag früher oder 2 Stunden später losfahren, hätte uns noch mehr Stunden Stau gekostet, ganz sicher. Ja. Deswegen, ja, kann man jetzt nichts machen, aber war halt so. Als wir das dann alles überstanden hatten, kamen dann endlich die Berge, wo dann auch direkt die Drohne ausgepackt werden musste, weil da konnte meine Finger nicht mehr stillhalten, da musste ich alles filmen. Und die Aufregung ist auch nicht aufgestiegen, weil das Hotel war langsam In in sich, Sicht. ja. Und dann sind wir in den Ort reingefahren, langsam kamen schon die Glücksgefühle, Urlaubsgefühle hoch.
Und ja, wir haben es gemerkt, jetzt kann es losgehen. Und dann wurde uns das Hotel gezeigt. Wir waren mega, mega fasziniert von dem Zimmer. Hat uns saugut gefallen, vor allem wegen der Küche. Ja, Küche war ein Luxus. Ja, und ja, das war quasi der Tag 1. Habt ihr alles schon gesehen. Dann kam der Tag 2. Das war der Tag, wo wir dann den See besucht haben, den Lake of Charity. Mhm. Wo wir uns richtig, richtig lange drauf schon vorher gefreut hatten, weil wir wussten es auch schon mehrere Wochen vorher. Das war eins der Geheimnisse, die ich auch schon vorher im Video erwähnt hatte. Ja. Da haben wir uns wirklich mega drauf gefreut. Und haben uns natürlich auch alles geheim gehalten. Ihr habt es ja gemerkt, wir haben nicht so viel darüber erzählt, weil wir, wie gesagt, da auch einiges geplant hatten. Da war auch leider ein bisschen Enttäuschung am Ende dann dabei, aber dazu kommen wir noch gleich. Ja, wir wussten, wie gesagt, schon bevor wir da hinfahren, das wird für uns geil und auch für die Fans geil. Das wird einfach ein Hammertag. Und es war ja auch, als wir dort waren, war es voll das geile Wetter. Dann sind wir erstmal in den See reingesprungen mit den ganzen Sachen, die wir erleben konnten. Das war sau erfrischend. Ja. Und ja, alles gut. Und wie habt ihr gesehen, wir haben sehr ordentlich gefilmt auch für euch. Das war sau geil. Und dann hatten wir auch schon angefragt, ob wir da jetzt irgendwie mit den Bikes reinspringen können. Wir dachten auch, dass es alles schon safe war, dass wir da mit dem Bike reinspringen können, weil wir natürlich richtig, richtig coole Aufnahmen für euch machen können, wie wir mit dem Bike da reinspringen, irgendwelche Tricks zumindest versuchen und ja, vielleicht ein bisschen mit der Drohne und so weiter fliegen, aber hat alles nicht so funktioniert, wie wir wollten und das war dann zumindest für mich persönlich schon sehr, sehr enttäuschend, weil nicht einfach, weil ich jetzt reinspringen will, ich bin jetzt nicht so einer, der jetzt total geil aus was ist, da reinzuspringen, aber einfach, ich hatte da schon so viele Videoideen zu, wie wir da reinspringen und so und da ist dann bei mir immer die Enttäuschung relativ groß, wenn ich die Videoideen nicht umsetzen kann und ja, deswegen war es dann auch nicht mehr so ein großes Geheimnis für euch. Natürlich, es ist schon eine geile Location, es ist ein geiles Event. Auf jeden Fall. In den See reiten, mit dem ganzen See und es war alles geil, aber für uns auch mit dem Bike, auf einem Bike-Kanal wäre es extrem, extrem geil gewesen, als Überraschung, dass wir dann nochmal zu dritt reinspringen mit Vincent zusammen. Ja. Ja, und das war eigentlich auch der Tag 2, der einfach wirklich perfekt war, bis auf dass wir mit den Bikes nicht reinspringen konnten. Ja, kommen wir zu Tag 3. Richtig, richtig geiler Tag, also er hat richtig gut angefangen, Sonne war draußen. Und ich hatte zwar schon eine leichte Erkältung im Hals, ich habe schon gemerkt, da tut sich irgendwas. Woran es letztendlich lag, weiß keiner. Ich nehme einfach an, dass es an einem kalten See lag, der einfach da mich geschockt hat. Dann bestimmt noch an der ganzen Autofahrt. Ich habe, wie gesagt, voll wenig geschlafen vor der Fahrt, hatte Stress mit dem Laptop. Dann Videoschnitte kommt man natürlich noch dazu. Wir haben eine lange Reise gehabt und trotzdem noch Video geschnitten abends. Ist natürlich alles ein bisschen kräftebelastend, um dann noch in den kalten See zu springen, ich weiß nicht. Vielleicht nicht die beste Kombi, aber wir sind im Bike-Urlaub und ich wollte jetzt nicht direkt ins Bett schmeißen, also auch mit verkratztem Hals natürlich so voll auf den Berg hoch. Und dann sind wir auf die Sea-Line gefahren. Das war ja für dich das allererste Mal dann auf dem Bike quasi. Ja, das war ja allererst mal, also in Bergen. Mal Österreich Bike, das war schon. Und auch für den Vincent und mich war das richtig, richtig geil, wieder endlich in Österreich durch die Berge zu fahren. Also das war richtig cool. Man hat zwar gemeint, dass wir alle noch warm werden mussten, also natürlich der Eike sowieso, aber auch Vincent und ich mussten wieder warm werden, weil der Vincent war lange nicht mehr auf dem Bike, ich davor auch nicht mehr. Und deswegen erstmal warm werden. Und wir haben auch gemerkt, oh, es fängt schon an zu tropfen zwischendurch. Kam schon ein paar Nieselschauer runter. Und dann haben wir noch uns beeilt, sind auch rüber auf die Proline gefahren und haben dann noch ein bisschen Proline geheatet. Und das war nochmal richtig fett. Ja. Aber so richtig warm war ich zumindest immer noch nicht. Ich weiß nicht, wie es bei dir war. Nee, ich war. Ja. Ja, natürlich hat noch viel an Aufwärmung gefehlt. Ja. Aber es war schon so ein richtig guter Start eigentlich in den Tag 3. Ja. Wir sind dann jedenfalls nach der Proline, sind wir dann zurück ins Hotel. Und dann hat es erstmal geregnet. Ja. Was wir auch, wie gesagt, vorher gesagt haben. Wir waren voll krass beeilt, haben noch ein paar Abfahrten gemacht, so schnell wie es geht. Ja. Und dann waren wir im Hotel, haben erstmal kurz entspannt, haben gesehen, es regnet, haben gesagt, oh, hoffentlich hört es wieder auf und es hat tatsächlich wieder aufgehört. Und dann sind wir mal raus auf den Balkon bei uns, wir haben direkt Sicht auf den Huckleberg Trail, beziehungsweise auf den Schattberg Express und so, also beziehungsweise auf den Schattberg oben, hatten wir voll die gute Aussicht. Und dann haben wir da so eine richtig geile, fette Nebelwolke gesehen und dachten uns, also gerade wir zwei als Filmemacher, dachten uns, ey, da müssen wir jetzt hoch. Da gehen die GoPros ja schon fast schon von alleine an, wenn die sowas geile sehen. Geile Stimmung da oben im Nebel. Ja, da müssen wir auf jeden Fall hoch. Und dann sind wir quasi von der Proline ins Hotel und vom Hotel dann da hoch, nachdem wir das gesehen haben. Und dann waren wir im Lift total angespannt. Eike war zum ersten Mal in so einem richtig hohen Lift. Das ist ja der steilste Lift, glaube ich, überhaupt dort. Okay. Und es war ein richtig geiles Erlebnis. Dann waren wir oben angekommen und dachten wir so, oh, hier wird es aber nass hier oben. Dachte, das ist wahrscheinlich der Nebel, der halt so viel Flüssigkeit abgibt. Und irgendwann haben wir gemerkt, nee, über dem Nebel ist dann wirklich eine Wolke, die uns komplett nass macht. Dachte mir,
wir wollten eigentlich auf dem Huckleberry Trail hoch, weil es ja dann noch höher geht. Aber meine logische Schlussfolgerung war dann, nee, lieber schnell runter aus der Wolke wieder raus, dass wir nicht nass werden. Hat also Gas gegeben, Proline runter, langsam aus der Nebelwolke raus und der Regen wurde schlimmer als je zuvor. Und das war so der Punkt. Das war so ganz, ganz großer Zwiespalt. Der Winzer war, glaube ich, gar nicht so überzeugt von dem Regen. Das hat ihm gar nicht gut getan. Wir zwei haben es, glaube ich, gefeiert sogar. Ich liebe es, im Regen zu fahren. Ja, irgendwas, es war echt lustig. Ja. Bei mir war es wie gesagt der Zwiespalt, weil ich war erkältet und habe gemerkt, nee. Das hat mir jetzt gerade so gefehlt. Mir hat das Fahren an sich hat mir krass viel Spaß gemacht durch den Regen, weil es war echt ein Abenteuer. Da mit Rucksack und durch die Wolken durch und nass werden. Das war echt ein Abenteuer, weil ich wusste jetzt, der Regen gibt mir jetzt den kompletten Rest. Der Laptop hat mich schon komplett kirre gemacht, in der Nacht da vor der Abfahrt. Dann die Fahrt an sich, dann das Schneiden, dann der kalte See und jetzt noch der Regen, dachte ich, nee, das war's. Gute Nacht. Dann nur noch gehofft, dass wir unten irgendwie noch einen Bus finden, der uns dann hochfährt zum Hotel wieder, weil wir müssen noch 2 Kilometer. Nee, eine U-Bahn. Ja, eine U-Bahn, was auch immer. Keine Ahnung, was uns erzählt wurde, dass es eine U-Bahn anscheinend gibt. Auf jeden Fall, wir wollten so schnell wie möglich da wieder hoch, in unser Hotel dann. Nachdem wir dann zum Glück heil unten angekommen waren, das war natürlich nicht ganz ungefährlich durch die nassen, kalten Wald zu fahren, aber hat alles gut funktioniert. Unten angekommen, dann gemerkt, nee, da kommt irgendwie nichts, was uns mitnehmen will. Und ja, dann sind wir erstmal bei strömenden Regen 3 Kilometer hochgefahren. Ging richtig ewig hoch ins Hotel und einfach der kalte Regen und die Anstrengung hat mir dann wirklich den Rest gegeben. Ist einfach so. Ja. Normalerweise macht mit so einer Belastung nichts, wenn es eine normale Belastung ist. Aber wie gesagt, die ganzen Sachen noch davor war wie eine Kettenreaktion für mich und hat mir dann auf jeden Fall mein ausgekostet am nächsten Tag. Und da können wir echt gleich jetzt hinkommen zum nächsten Tag, würde ich sagen. Ja. War nämlich der vierte Tag und mich hat es dann wirklich komplett zerrissen. Ja. Ich war nichts mehr zu gebrauchen. Ich war wirklich krass erkältet. Ich dachte jetzt wirklich, das war's für den ganzen Urlaub erstmal. Deswegen habe ich dann gesagt, ja, Vincent, Eike, schaut euch die GoPros und ab auf den Berg. Ja. Und ihr habt euch auch gewünscht, den Eike mal endlich fahren zu sehen. Und hab natürlich hier auch mit Prüferblick schauen, ob der Eike mal was kann. Und dann bist du hoch im Vincent, ne? Ja, wir haben halt dann ein paar Abfahrten gemacht. Ein bisschen Proline, ein bisschen Blueline, ein bisschen Z-Line. Und ja, da konnte ich mich endlich mal komplett richtig mal ausfahren, weil ein bisschen Übung vom Vortag auch schon drin war. Und ja, ein bisschen Schiss hatte ich ja noch, weil zum Beispiel auf der Z-Line bin ich die erste Wall nicht gefahren, weil da waren wir noch ein bisschen zu. Hatte ich noch ein bisschen Schiss vor, aber ich habe schon gemerkt, das Biken geht so ganz gut schon und ja, Vincent hat mich dann auch ganz gut gezogen und mir dann auch ganz gut geholfen dabei und ja, haben wir halt auch dann noch am Ende vom Tag halt auch noch ein Raw-Edit dann daraus rausgehauen, den ganzen Tag. Und dann konntet ihr mich ja auch, wie gesagt, schon fahren sehen und ja. Ja, haben wir ja gesehen, dass die zwei richtig viel Spaß hatten. Ja. Ist übrigens auch, wie gesagt, hier oben auf Info klicken oder unten in der Beschreibung ist die ganze Playlist drin. Dann wissen auch die Leute, die vielleicht die Videos noch nicht gesehen haben, über was wir hier eigentlich gerade reden. Und ja genau, wie der eigentlich schon gesagt hat, dann haben wir abends noch ein Raw-Edit zusammengeschnitten, so halb. Ich saß irgendwie, ja gut, ich saß kaum dabei, ehrlich gesagt. Ich saß mal alle halbe Stunde, bin ich kurz rübergekommen, hab geschaut, was so abgeht. Das hat Eike dann gemacht. Und ja, der Raw-Edit hat einfach ganz gut gepasst, einfach, denke ich, weil hat bei euch mal reden hören, hat direkt gesehen, was abgeht. Man hat auch den originalen Sound gehört von der GoPro, was ja auch nochmal den Speed besser rüberbringt. Ja. Und ja, auch so, ich denke, Musik wäre, glaube ich, überflüssig gewesen, weil ja, wie gesagt, auf nur 2 Trails war, glaube ich. Oder auf 3 Trails. Ja. Und dir auch ein bisschen die Shit-Erfahrung schon fehlt, was ich dann letztlich in Österreich schon gesammelt habe. Und dann am Ende hätte es noch zu lange gedauert mit dem Video oder was auch immer. Oder wäre einfach, die Musik wäre wie gesagt überflüssig gewesen, deswegen dann der Raw-Edit und der kam ja bei euch sehr gut an. Und ihr konntet zum Glück den Eike sehen. Ja. Genau. Und ich würde sagen, wir kommen direkt zu Tag 5. Und ja, da lag es ja immer noch flach, ne? Da war ich immer noch flach, da ging es mir immer noch nicht besonders gut. Leider Gottes. Wie gesagt, ich dachte, das war's mit dem Urlaub wirklich. Dann habe ich gesagt, nee, ich bleib von Anfang an zu Hause. Ich probier's erst gar nicht. Und jetzt fahren wir dann nochmal auf den Berg hoch morgens kurz, gell? Ja. Na ja. Warte kurz fahren. Also, das heißt, ich glaube, es hat genau dieselben Sachen wie den Tag davor gefahren. Nur nochmal deutlich schneller. Ja, morgens sind wir auf jeden Fall erstmal die nochmal Proline, Z-Line, Blueline gefahren.
hatte ich dann auch auf der Blue Line meinen ersten Sturz. Stimmt, als ich da meinen Sprung mal, stimmt, wo man nach links springen muss, ein bisschen zu weit rechts gekommen bin und dann einfach eingeschlagen bin. Weil Vinny und ich, wir waren einfach zu schnell unterwegs für den Sprung. Und ja, aber es ist ja ganz gut ausgegangen. Dann sind wir dann auch noch im Laufe des Tages mal noch auf die X-Line hoch. Mhm. Wobei, und ich selbst, ich hatte die X-Line von oben noch gar nicht gesehen, also die Aussicht, die Berge, weil wir 2 Tage zuvor waren wir ja oben auf der X-Line, aber da haben wir da war es ja komplett alles voller Nebel und wir konnten die Aussicht gar nicht sehen und dann, ja, sind Dino und ich endlich oben gewesen und wir endlich mal die Aussicht gesehen und das ist sowas von, wirklich, das ist atemberaubend da oben, also du hast da eine Kulisse vor dir, das kannst du, es kommt im Video schon fast, kannst du gar nicht so richtig zeigen eigentlich. Ja, fast unmöglich. Weil es ist, ja, es ist einfach so. Und ja, dann sind wir die X-Line auch runtergeheizt und ich hatte da schon eine große Erwartung an die X-Line, denn ich habe, man hat sich ja immer, jeder kennt ja immer so die X-Line-Videos und denkt sich, wow, was eine Kulisse und was ein geiler Trail und davon wird man auf jeden Fall nicht enttäuscht, denn der Trail ist einfach ultra geil. Und sind dann irgendwie auf der Weg gefahren? Zweimal oder nur einmal? Einmal. Wir haben es nur geschafft, nur einmal zu fahren. Einmal, das heißt, ich fährst mal relativ lang und wieder lang, ja, hoch und lang runter. Ja. Und dann habe ich euch abends abgeholt mit der Drohne. Ich bin ja dann, ich habe mich den ganzen Tag erholt. Ja. Und habe mir dann gedacht, ja, das Wetter wird langsam wieder. Und ich dachte mir jetzt, dass ich dann ich fehle ja wieder ein Video, ein weiteres Mal, dachte ich mir, ich muss jetzt durchziehen, irgendwie mit der Drohne noch ein paar Shots machen wenigstens. Wenn ich zu euch ans Ende von der X-Line und ich muss euch sagen, Leute, das war echt verdammt anstrengend. Ich habe erst da nochmal richtig gemerkt, wie erkältet ich noch bin. Es ist ja wirklich der X-Line-Drop, dieser große, ganz zum Schluss, der ist ganz unten auf der Strecke und ich bin wirklich trotzdem fast gestorben beim Hochlaufen, wo ich ja nicht mal mein Bike dabei hatte. Also es war wirklich, habe ich richtig gemerkt, oh Gott, ob das noch überhaupt was wird in Urlaub. Aber die Shots haben sich, glaube ich, echt gelohnt an dem Tag und genau, sind wir dann zusammen gefahren. Ihr seid zusammen gefahren und ich habe gefilmt. Ja. Und du hast dich auch noch das X-Line-Gap getraut sogar, das Riesending da. Ja. Also das war, glaube ich, dann doch nochmal relativ erfolgreich. Und das Runterlaufen ging dann bei mir dann auch relativ gut sogar. Also ich habe dann abends tatsächlich nochmal mit mir einen Schnitt gesetzt und habe es tatsächlich noch geschafft, das Video fertig zu schneiden. Allgemein nochmal drüber geschaut, hat alles ein bisschen den Feinschnitt gemacht, ein bisschen schöner gemacht. Und ja, dann wurde das Ding hochgeladen und das war dann der Tag 5. Das Gute war ja auch, dass wir so gutes Internet hatten. Dass wir dann ja, auch immer schnell hochladen. Kann auch sagen, ja, wir haben wirklich so genauso schneller hochgeladen als gerendertes Video. Und das ist sehr, sehr viel wert für unsere Roadtrip, dass wir ein schnelles WLAN haben. Ja. Und das war richtig, richtig gut in dem Hotel. Also das war nie ausgelastet oder irgendwas. Also da kann man echt nicht meckern. Das war echt saugutes das WLAN im Hotel. Ja, ich merke, wir sind schon bei 20 Minuten, also müssen wir echt langsam, heftig, ne? Echt langsam beeilen. Wir wollen es jetzt noch ein bisschen schneller hier zusammenzufassen, aber jetzt kommt der Tag 6 und da ist natürlich schon einiges passiert, deswegen wird es jetzt schwer, hier kürzer zu machen, wie es schon ist. Ja. Aber ja, der Tag hat angefangen, geiles Wetter, richtig geiles Frühstück, wir saßen ja draußen an dem Tag, haben gefrühstückt, saugeil, meine Erkältung hat sich so lala angefühlt, es war auf jeden Fall noch da, weil ich habe mich so gefühlt, dass ich auf jeden Fall aufs Bike kann, solange ich nicht selber hochtreten muss irgendwo. Im Nachhinein hat sich natürlich total schwachsinnig erwiesen, weil ich mir dann die übelste Bergtour gemacht. Aber das habt ihr alles im Video gesehen, beziehungsweise seht es jetzt, weil ihr oben auf die Playlist klickt. Tada! Nee, wir erzählen jetzt nochmal alles, was alles passiert ist. Ja, der Tag hat mega geil angefangen und wir waren natürlich erstmal so blöd und haben uns den schönsten Tag eigentlich überhaupt, was Wetter anging, erstmal 3 Stunden an unsere Räder gesetzt und haben ewig repariert. Und wie es reparieren natürlich immer ist, so ist, lief mich alles perfekt und hat das Ganze noch lieber in die Länge gezogen. Ja. Das heißt, da wir wussten, wir brauchen für den Hackeberg Trail, den wir an dem Tag in Angriff genommen haben, extrem viel Zeit, sind wir dann direkt da hoch. Und das Hochschieben, da habe ich wieder mal gemerkt, meine Erkältung ist noch lange nicht weg, war eine übelste Tortur. Also ich meine, Husten und so ging zwar langsam wieder und auch mal Schnupfen, aber einfach dieses Schlappheitsgefühl beim Erkältet, das war einfach noch da und es war sehr verdammt anstrengend. Ja. Aber wir haben es irgendwie hochgeschafft. Gleichzeitig war noch im Hinterkopf wieder neuer Stress, weil wir uns nämlich mit Bernhard, mit dem Local aus Saalbach verabredet hatten auf 16 Uhr, die letzte Lift, der hochgeht. Ja. Das heißt, schnell da hochrennen, dann sind wir nochmal zu der schönen Hütte essen gegangen, zwischendurch beim Hackelberg Trail, bei der Abfahrt dann. War alles mega geil.
Und ja, was ich natürlich noch sagen muss, ich war so froh, wieder den Huckleberry Trail zu fahren. Ich liebe diesen Trail. Es ist so geil. Unglaublich schön. Wie war es eigentlich für dich das erste Mal drauf? Huckleberry Trail, der geht echt nichts drüber. Da ist ein Flow in der Strecke drin, das ist so geil. Ja. Also richtig, also ich liebe diesen Trail wirklich. Also genau deswegen würde ich immer wieder nach Salzburg zurückkommen, nur wegen dem Trail. Ja. Also wirklich, ich finde ihn noch besser als die X-Line oder besser als die Pro-Line. Also auch wenn es eigentlich so ein Enduro-Trail ist, da würde ich versuchen, selbst Brenner würde ich da runterfahren, wenn es nicht anders geht. Einfach die Natur da oben, also einfach genial. Das war auf jeden Fall richtig cool. Ja, dann war der erste Hälfte vom Tag rum. Die erste Hälfte. Dann sind wir kurz zurück zum Hotel, haben uns kurz entspannt. Hm. Und ich habe schon gemerkt, ach Gott, war das jetzt anstrengend. Ob ich das jetzt nochmal schaffe, die zweite Hälfte mit dem Local hoch auf den Berg und mit euch zusammen. Hm. Ich war wirklich kurz davor, zu den Jungs zu sagen, nee, komm, geht alleine. Hab aber dann gedacht, nee, wir werden jetzt dann gleich einen neuen Trail entdecken im besten Fall. Und die Drohne muss ja auch noch von jemandem geflogen werden. Ich dachte mir, nee, ich muss da jetzt mit. Ja. Und jetzt, dann sind wir da zum Lift gefahren und es ging bergab und es war schon so anstrengend, obwohl ich nur bergab wollen musste. Also ich dachte wirklich, was mache ich hier? Weil das wäre eigentlich der Punkt gewesen, wo ich dachte, ja gut, du hast jetzt einen coolen Tag, aber ab morgen war es dann, komm, da kannst du wahrscheinlich ins Krankenhaus mit der Erkältung. Aber wir sind dann... So, Telefonproblem ist geklärt. Er hat eben schön geklingelt. Jetzt geht's weiter. Wo war ich stehen geblieben? Wir sind die Straße heruntergefahren. Dann sind wir mit dem Lift nach oben gefahren. So, jetzt habe ich mich gerade so beruhigt. Ich war kurz davor, das Telefon zu nehmen und irgendwo hinzuwerfen, aber jetzt geht's wieder. Ja, wir sind oben angekommen und dann sind wir da erstmal so schöne Bergrouten entlang den Berg gelaufen und dann sind wir oben angekommen auf diesem Berggipfel mit dem Kreuz und es war so genial da oben, wirklich so geil. Und dann hat uns noch der Bernhard mit auf Huckleberry Trail zurückgenommen, da war er ganz in der Nähe von dem Berg. Mhm. Und dann sind wir zusammen den Huckleberry Trail runtergefahren zu seinem Local Restaurant. Oh. Und da wurden wir dann komplett verwöhnt mit geilem Essen das war richtig, richtig geil. Also Bergstadtelalm, gell, ich sag's nochmal, Bergstadtelalm, müsst ihr auschecken. Ja, geiles Essen, Riesenportion. Ja. Da müsst ihr auf jeden Fall hin. Also richtig, richtig geiler Tag. Also nochmal danke an den Bernhard für den Tag. Mhm. Kann man nicht oft genug sagen. Ja. Das war auf jeden Fall einer der geilsten Tage bisher. Und ja, ich muss sagen, auch wenn ich dachte, dass ich jetzt dann am nächsten Tag ins Krankenhaus komme mit meiner Erkältung, irgendwie hat mich diese ganze Tour geheilt. Ich weiß nicht, die Luft da oben, das Essen. Mir ging es abends tatsächlich besser als morgens. Und das, obwohl ich mich eigentlich zerstört habe. Und jeder von euch weiß, wie man erkältet ist. Wenn man noch darauf Sport macht oder irgendwas, dann wird es in der Regel schlimmer. Aber es wurde irgendwie besser. Ich weiß nicht, was Saalbach, was das Saalbach-Management so in die Luft sprüht. In Saalbach. Aber es hat mich auf jeden Fall geheilt. Und mir geht's richtig, richtig, also mir ging es richtig, richtig gut dann danach. Und ja, dann wurde das Video geschnitten, hochgeladen und das war auch nochmal gut anstrengend nach dem Tag, weil wir sind erst um 9 oder 10 Uhr daheim gewesen. Stimmt, ja. Dann Video schneiden bis um 12, 1, 1, 2 Uhr und dann gegen halb 3 war es, glaube ich, das Video online. Also da ging richtig lange das Video. Da hat sich tatsächlich noch einer von den Fans daraus getraut zu fragen, warum das Video erst so spät kam. Sorry Leute, das können wir echt nicht verstehen, wenn ihr sowas schreibt, weil das Video ging, das war das längste Video bisher vom ganzen Trip. Ja. Wir sind viel früher nach Hause gekommen an dem Tag. Ja, und das wieder alles spontan gemacht. Ja. Und wie gesagt, wir wollen, also gerade auch mal zu dem Punkt, dass sich Leute manchmal längere Videos wünschen. Hm. Wir finden längere Videos auch cool, aber nur wenn der Unterhaltungswert auch oben geblieben ist. Ja, ja. Wir wollen euch keine 2 Stunden Autofahrt zeigen, wir wollen euch nicht 2 Stunden vollschwätzen vor der Kamera. Hm. Wir wollen einfach kurz und knackig Unterhaltungsvideos geben und das funktioniert manchmal auch bei 5 Minuten. Ja, also wir haben Material, mit dem wir das Video eine Stunde lang machen könnten, aber wer will sich das anschauen? Also das ist unsere Devise. Wir selber schauen uns sowas nicht an und wir wollen halt, was wir anschauen. Soll uns auch gefallen. Genau, was wir produzieren, soll uns auch selber gefallen und das ist halt nur gegeben. Wenn ein Video 10 Minuten geht, ist es okay. Wenn bei uns mal ein Video 10 Minuten geht, dann wisst ihr, da steckt richtig viel Arbeit drin. Ja. Weil das heißt, dass wir wirklich extrem, extrem viele Aufnahmen hatten, die wir verschneiden mussten. Ja. Genau, jetzt kommt Tag 7. Wir sind schon bei 28 Minuten, also Alter, Vater. arme GoPro, was die da durchmachen muss heute. Ja, Tag 7 haben wir uns auch sau drauf gefreut. Ja, auf jeden Fall. Weil da haben wir uns mit Fabio Wiedmer
haben uns mit Fabio Wiedmann verabredet. Und das hat natürlich erstmal saugeil geschaltet. Wir sind nach Leogang hingefahren und der Fabio trägt erstmal ein Trailhead-Shirt von uns. Das war voll geil. Saugeil. Also mal Gruß an Fabio für die Aktion. Ja. Das war so genial, dass der ein Shirt von uns angezogen hat. Hat uns mega, mega gefreut. Und ja, ich hatte ja meinen Sturz letztes Jahr in Leogang, habe ich jetzt schon in Pause-Videos mit reingeschnitten. Ja. Und deswegen bin ich da erstmal vorsichtig ran nach Leogang. War auch dein erstes Mal Leogang dann. So. Du warst auch das erste Mal da. Für mich war es eigentlich auch das erste Mal, weil wie gesagt, mein Sturz war mein erstes und letztes Mal im Park. Also die erste und letzte Abfahrt im Park, mein Sturz letztes Jahr, deswegen war es erstmal alles vorsichtig. Aber der Vincent hat sich ja ein bisschen besser ausgekannt und wir sind dann zusammen mit Fabio gefahren. Hat eigentlich alles relativ gut geklappt und es war natürlich sau cool mit Fabio zusammenzufahren. Ja. In der ganzen Truppe. Und es war auf jeden Fall ein richtig gelungener Tag. Da muss man auch gar nicht viel drüber erzählen, weil... Also ich finde, in einem Punkt, und zwar die Hotshots, die Strecke. Ja. Ich finde, die ist doch schon mal eine Erwähnung wert, weil ich finde, die ist nämlich ultra. War richtig cool. Die neue Strecke in Leogang war richtig cool, diese Hotshots. Ja, der Tag 8 existiert offiziell eigentlich gar nicht als Tag an sich selber, als Video. Das war auch ein Chill-Day, wo wir mal wirklich gechillt haben. Also nochmal, und es war auch für mich nochmal persönlich eine richtige Erholungspush, weil ich da wirklich mich erstmal ausgeschlafen habe, dann entspannt habe. Das Wetter war schon extrem deprimierend, muss man sagen, an dem Tag. Ja, auf jeden Fall. Hat es ja geregnet. Deswegen war da nicht mehr drin, als eine Roomtour an dem Tag zu filmen. Und dann Tag 9, können wir direkt weitermachen. Ja. Tag 9 war dann auch richtig, richtig cool. Das war ein weiterer Tag ohne Biken. Da waren wir dann Quatsch fahren. Oh, stimmt. Und das war ich habe davon nicht viel erwartet. Ich dachte, Quadfahren ist genauso wie Autofahren, nur halt irgendwie im Gelände oder so. Aber das war richtig, 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 richtig geil. Also das empfehlen wir euch. Das empfehlen wir euch, glaube ich, alle. Das, also Quadfahren müssen wir auschecken in Saalbach. Das hat richtig, richtig Spaß gemacht. Und dann waren wir auch Kartfahren, das war auch cool. Und dann auch abends gemütlich Minigolfen. Das war ein sehr entspannter Tag. Das war sau entspannt. Mein Cousin ist auch noch vorbeigekommen, hat uns zusammen da gechillt. Das war schon sehr lustig. Natürlich habe ich wieder Minigolf gewonnen. Halt als Extremsportler muss man Minigolf immer gewinnen können. Das war auch so über der Beste. Halt der Maul jetzt. Ja, und dann haben wir Tag 8 und Tag 9, also Roomtour und das Quadfahren für euch in zwei Videos verpackt. Und ja, das war Tag 8, Tag 9. Und dann unser letzter Tag in Saalbach und auch der beste auf jeden Fall. War dann. Oh, da fällt mir schon fast die Worte. Das war magisch, war das. Da gibt es so viel zu erzählen. Aber eigentlich gibt es auch voll wenig zu erzählen, weil es sind so. Ich glaube, es sind mehr so die Eindrücke, die das viele machen. Da ist einfach so eine ganz neue Art von Gefühl halt, weil man hat so voll viele Eindrücke in seinen Körper reingezogen. Ja. Da habe ich das richtig gemerkt, das ist, warum Bike-Urlaub eigentlich echt der beste Urlaub ist, den man haben kann. Also. Ja, das war halt, wir sind halt aufgestanden, das letzte Frühstück gehabt, die letzte Großaufräumung im Haus. Das ganze Auto voll geräumt, das hat ewig gedauert, wir haben so viel Zeug im Haus gehabt. 2 Stunden lang unser Auto voll geräumt, dass wir dann abfahrbereit sind, nachdem wir den coolen Tag hatten. Dann ein letztes Mal die Poline gefahren, ein letztes Mal die Blue Line gefahren, ein letztes Mal die Sea Line gefahren. Ja. Unsere Hausstrecken sozusagen, weil die war halt am nächsten am Hotel. Genau, und dann ging es hoch auf den Hochalm-Trail, irgendwo ganz weit hinten versteckt. Ist eigentlich nicht wirklich was Offizielles sogar. Also für Enduro-Fahrer schon, aber so Downhill gibt es eigentlich gar nichts und es wird auch nicht richtig viel Werbung dafür gemacht. Also es ist wirklich so. Ja, du musst halt auch erstmal mit dem Downhill da gescheit hochkommen. Ja, ist ein echt langer Weg da hoch. Ja. Und auch eher so ein Geheimnis. Also wenn ihr das mal auschecken wollt, macht, aber da braucht ihr echt extrem viel Zeit für. Ja. Und ja, wir sind dann da hoch und es war einfach einzigartig da oben. Die Aussicht, das Gefühl, oh, das war so. Du konntest die halbe Welt sehen. Ja, das war. Geht so schön, oder weil hast du nichts gehört, nichts. Also war genial. Dann haben wir noch gewartet, bis die Sonne unterging. Was extrem dumm war im Nachhinein. Also, aber für die Aufnahme war es auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Die Aufnahme habt ihr ja gesehen, das Video müsst ihr auschecken, wirklich. Ja. Also das war ein hammergeiler Aufnahme, hammergeiler Tag. Und jetzt kommen wir noch zu den, wie gesagt, schaut euch das Video an. Jetzt erzählen wir euch noch was danach nämlich so passiert ist, was nicht im Video drin ist. Wir sind dann da runtergefahren und haben gemerkt, der Trail entlang ist in einem Bach. Das heißt, wir sind erstmal so einen halben Bach runtergefahren. Ja. Haben uns dann komplett verirrt und in den Wald rausgekommen und sind dann irgendwo hinter Klemm rausgekommen. Ja, und es wurde auch immer dunkler. Also immer als dunkler. Wir unten angekommen sind, war es komplett dunkel. Und wir sind dann irgendwie dann, wo war das denn, wie hieß denn das? Lengau oder so. Ah ja, stimmt, genau, Lengau. Lengau sind irgendwie rausgekommen, also hinter Klemm. Dann, wir wollten eigentlich schon um spätestens 9 am Auto sein, aber waren erst um 9:30 unten da in Lengau und mussten dann mit den Bikes zurücktreten bei Dunkelheit.
über die Straße zum Hotel. Extrem gefährlich. Und haben dann Bikes drauf aufs Auto und sind dann erstmal essen gefahren und waren dann erstmal bis um 12 oder 1 essen. Ja. Also so lange hat es nämlich gedauert mit der Fahrt über zum Goldenen M. Und so weiter. Zum amerikanischen Traditionsrestaurant. Zum amerikanischen Traditionsrestaurant. Und ja. Du hast ja dann schon im Auto schon nachts angefangen zu schneiden. Stimmt, hab ich ganz vergessen. Damit du das Video noch fertig. Ich habe im Auto schon die Aufnahmen rübergezogen. Ja. Und der Vincent ist dann gefahren. Ja. Und dann ab halber Strecke ist der Akku leer gewesen vom Laptop. Ich habe dann schon ein bisschen was geschnitten gehabt, alle Aufnahmen rübergezogen. Ja. Da habe ich mit Vincent die Sitze getauscht, ich bin weitergefahren, letztes halbe Stück, die zwei sind direkt eingeschlafen. Ich bin dann auch fast eingeschlafen am Steuer, aber das ist eine andere Geschichte. Aber wir sind heil angekommen dort. Dann mein Cousin war schon vor Ort, aber der hat dann verpennt, dass wir da waren. Oh. Da musste erstmal eine halbe Stunde warten, bis der uns aufmacht. Und das ist um 3 Uhr nachts? Sein Handy ist auch noch kaputt gegangen, das heißt, sein Wecker war weg, dem Ecker war weg, WhatsApp war weg, alles war weg, wie man ihn kontaktieren hätte können. Er war noch im zweiten Stockwerk, also besser geht's nicht für uns. Dann um 3:30 waren wir im Hotel drin. Ja. Alle sind ins Bett gegangen, weil ich mich so aufgeregt habe, weil es einfach jetzt so stressig war der ganze Tag und auch dann noch, dass wir nicht sofort reinkamen ins Haus, habe ich mich nochmal an den Laptop gesetzt, habe nochmal bis um kurz oder 4:45 geschnitten. Ja. Und dann am nächsten Morgen bin ich dann 3-4 Stunden später gegen 9 Uhr wieder aufgewacht. Am Wecker gestellt natürlich, sonst wäre ich nicht aufgewacht. Und habe dann noch den Rest geschnitten bis um 1 Uhr mittags. In der Zwischenzeit waren noch die Jungs einkaufen und wir haben uns noch was gekocht und so weiter. Das heißt, wir haben alle geschlafen, noch während ich schneiden war. Dann haben wir noch gegessen, einkaufen und dann gegen 2 Uhr haben wir es endlich. Und jetzt kommt der Tag 11. Nach Brandertal geschafft in den Park. Ich war komplett K.O. Die Jungs natürlich, die waren, haben ein bisschen länger geschlafen als ich, war natürlich auch noch komplett K.O. Ja. Und dann waren wir in Brandertal und hatten leider gar nicht so viel Zeit, den Park auszuchecken. Das heißt, wir können überhaupt jetzt nicht 2 Stunden oder so. Das heißt, wir können echt nicht viel Feedback dazu geben, aber wir hatten auf jeden Fall noch mal ein bisschen Spaß zumindest. Haben auch noch ein bisschen was für euch gefilmt. Spaß. Allgestern, ihr hört schon, allgestern leider noch gestürzt. Und die Aufnahme tue ich jetzt mal endlich, wie versprochen, hier einblenden. Fuck. Scheiße. Alge, was ist los? Komm her. Alles okay? Tu dir was ist los? Ah, warte, lass. Okay. Ah. Helm ab? Ah, nee. Ah. Fuck. Ah. Tut dir irgendwas krass weh? Was war das für ein Sprung? Keine Ahnung, auf jeden Fall war der viel zu lang, dafür, dass der andere so zu kurz war. Scheiße. ihr werdet sehen, ihr habt dann wahrscheinlich nicht so viel gesehen. Also wir haben vom Sturz selber haben wir keine richtige Aufnahme. Wir haben noch ein bisschen was gefilmt, wie der Eik am Leiden ist. Halt, Vincent ist vor ihm gefahren, ist auch am Sprung hängen geblieben. Ja. Weil irgendwie ich hatte da ein bisschen mehr Pech. Ich bin halt schon mit dem Vorderrad in die Rückseite der Landung eingeschlagen. Aber da gab es irgendwie Probleme bei den Abmessungen, ich weiß nicht. Ja gut, aber ich meine, wir hätten uns auch den Sprung vorher mal anschauen können. Ja. Wir sind halt blind drüber gesprungen. Ja. Wird auch ein bisschen risky. Ja, und das ist dann natürlich nicht so gut abgelaufen. Und am nächsten Tag dann der letzte Tag. Und letzte Nacht war dann wirklich nochmal ein entspannter Chilltag. Ja. Ich habe das letzte Video hochgeladen vom Brandertal. Und wir haben, ganz gemütlichen Tag gemacht, haben abends nochmal gefeiert, nochmal alles ausklingen lassen, so zusammen mit der Gruppe, den Trip Revue passieren lassen, nochmal über coole Sachen, über coole Themen geredet. Ja. Und am nächsten Morgen ging es dann nach Hause und das war quasi der ganze Trip. Eigentlich schon. Und ja, jetzt, das Video heißt ja Fazit, also vielleicht jetzt nochmal das letzte Fazit, vielleicht fängst du mal an. Also vom ganzen Trip von Österreich, was weiß ich, ganzen was, Trip. Was dir so einfällt. Also ich persönlich muss sagen, Saalbach ist einfach saugeil. Also von der Stimmung her und man selbst hat auch das Gefühl, Saalbach ist kein Park, sondern Saalbach ist eigentlich dein Freund. Also ich weiß nicht, wie ich es genau beschreiben soll, aber in Saalbach herrscht so eine ganz bestimmte Stimmung, so eine ganz freundschaftliche Stimmung, eine ganz herzliche Stimmung. Und die Trails sind halt auch der absolute Hammer. Also die sind so übertrieben geil und gerade auch für mich, ich bin ja quasi hier Neuanfänger
gewesen und ich kam wieder super ins Fahren rein, ohne Probleme. Und die Strecken sind ja auch ganz, ganz gut dafür ausgebaut. Also es gibt jetzt keine gefährlichen Stellen groß. Und der Urlaub an sich hat einfach super viel Spaß gemacht. Es war extrem entspannend alles. Und klar, das Videoschneiden und so, das war schon auf jeden Fall, was viel Stress reingebracht hat, aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und ja, und ich muss sagen, der Urlaub in allem hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und ich würde ihn auf jeden Fall wieder machen. Auch wenn wir morgen direkt anfangen könnten damit. Also es war extrem geil alles. Ja, ich muss auch sagen, wie gesagt, ich habe mich da schon mental ein halbes Jahr darauf vorbereitet, auf den ganzen Trip. Ich habe da schon im Vornherein Musik für rausgesucht. Ich habe da schon so viele Sachen geplant. Ja. Deswegen auch, wie gesagt, immer die Enttäuschung beim Lake of Charity, weil ich schon Monate vorher das Video vor Augen hatte, wie es aussieht. Ja. Und ja, aber jetzt mal zum ganzen Trip. Also ich kann eigentlich fast alles bestätigen, was du gesagt hast. Mhm. Also natürlich hundertprozentig erholsam war es wieder mal nicht wegen den Videos, aber die Videos macht man unter anderem auch dafür, dass man dann auch für uns selber nochmal so ein, das ist besser als jedes Bilderbuch, ja, so eine Playlist zu haben mit eigenen Videos dann. Ja. Deswegen kann ich auch jedem von euch empfehlen, ihr müsst nicht wie wir euch komplett zerstören und jeden Tag Video raushauen für eure Community oder für euer eigenes Gut, aber nehmt mal die GoPro mit in euren Urlaub und schneidet mal selber nach dem Urlaub ein Video für euch selber. Das ist einfach cool, sowas zu haben. Ja. Ja, ansonsten kann ich auch nur sagen, ich habe mich auch in Saarbrücken echt verliebt. Also wenn mich jemand fragen würde, ob ich da hinziehen würde, würde ich wirklich hinziehen. Und ja. Deswegen habe ich mich krass in den Ort verliebt. Also jetzt gerade nochmal da diese ganzen Touren, die wir gemacht haben, so mit Bernhard und so, das hat mir so extrem Spaß gemacht. Ja. Und auch so die Trails, wie der eigentlich gesagt hat, die sind für Anfänger und für Profis geeignet, für beide Arten, für beide Seiten. Und ja, ich fand jeden einzelnen Tag cool. Wie gesagt, die Erkältung hat einen kleinen Strich durch die Rechnung gemacht. In jeder Hinsicht, auch von der Erholung her, von den Videos her und also. Aber es ist natürlich alles nur ein Grund mehr, dass es nächstes Jahr noch cooler werden kann. Ja. Egal wo wir hinfahren, ob wir nach Pasalbach fahren oder nach was weiß ich wohin. Wir freuen uns auf jeden Fall jetzt schon auf nächstes Jahr. Und was soll ich noch sagen? Ja, es lief trotzdem, bis auf die Erkältung lief einfach echt alles perfekt eigentlich. Ja. Und das ist die Hauptsache. Wie gesagt, ich immer wieder froh, wenn das Auto hier wieder ankommt und nicht irgendwo stehen bleibt, weil das ist, glaube ich, auch nochmal Stress pur, wenn man irgendwo auf der Autobahn stecken bleibt, weil das Auto anhält. Es hat sich auch keiner groß verletzt, außer du auf deine Schürfwunden. Das ist auch extrem, extrem geil, wirklich. Das ist nicht selbstverständlich, dass das Auto und wir halt zurückkommen. Das ist einfach so. Ja. Und ja, dass die GoPros und der Laptop durchgehalten haben, kann man immer wieder sagen, sind wir echt dankbar für. Und genau, ja. Und ich muss jetzt nochmal sagen, und nein, für die Aussage habe ich jetzt kein Geld bekommen. Das derzeit, jetzt nach dem Urlaub zumindest, das ändert sich bei mir immer wieder. Aber ist auf jeden Fall für mich Saalbach im Moment mein Favoritenpark geworden. Also es ist, wie gesagt, es ist kein Park. Es sind mehrere, wie viele Lifte sind es denn? 8 Lifte? Zum Biken sind es auf jeden Fall mindestens 5 Auffahrten. Ja. Also zum Biken hat man 5 verschiedene Biken. Das heißt, es ist wirklich ein riesiges Areal, was Areal, man da. Ich meine, das kennt man eigentlich nur aus Skigebieten sowas. Und es ist einfach jetzt ein Bike-Gebiet und das in Europa, finde ich einfach mega geil. Und auch wie gesagt, wie eigentlich schon gesagt, die Leute sind nett, alle super nett. Deswegen, da können wir, glaube ich, selber auch einen Gefallen tun. Jetzt ist dieses Red Bull Voting. Ah, ja, ja. Also Vincent, Eike und ich haben dafür gewotet, also ganz klar für Saalbach, weil wir uns wirklich krass in Saalbach verliebt haben. Es ist einfach so. Und wie gesagt, wir bekommen für die Aussage hier kein Geld. Das ist unsere eigene Meinung. Und wenn ihr auch ein Saalbach-Fan seid, das müsst ihr selber entscheiden. Wenn ihr aber auch schon da wart, dann checkt auf jeden Fall mal das Red Bull Voting ab in der Beschreibung. Da könnt ihr für Saalbach voten. Ja. Wir haben es gemacht und haben uns echt dorthin verliebt. Und ich will, wie gesagt, sofort dorthin ziehen, wenn ich könnte. Ja. Auf jeden Fall checkt Saalbach aus, wenn ihr noch nicht dort wart. Das lohnt sich auf jeden Fall. Ja. Allerdings ist meiner Meinung nach ist Saalbach kein Wochenendtrip, sondern man muss sich auf jeden Fall dafür Zeit nehmen. Auf jeden Fall. Wenn ihr so wirklich ein Bikepark-Gänger seid, dann sagen wir euch ganz ehrlich, das ist einfach nichts für euch. Also ich würde sagen, wenn ihr einen coolen Bikepark wollt, dann geht nach Leogang oder wo ihr wirklich über Leogang könnt ihr innerhalb von 1-2 Tagen richtig viel Spaß haben. Aber Saalbach, da müsst ihr reinkommen, ihr müsst den Ort fühlen, ihr müsst den Ort richtig fühlen, ihr müsst da ankommen im Ort. Ja. Und nach 3-4 Tagen könnt ihr erst richtig loslegen dort, wenn ihr alle Lifte erstmal abgecheckt habt. Ja. Deswegen, checkt's mal aus. Und wir sind jetzt erstmal raus bis nächste Woche, würde ich sagen. Also vielen Dank an euch fürs Zuschauen.
Vielen Dank an Saalbach und ja. Langes Video geworden. Aber ja, ich hoffe mal, ihr habt es irgendwie durchgehalten oder ihr habt es irgendwie so kurz geschnitten, dass es ungefähr, dass man es irgendwie anschauen kann. Hm. Das war auf jeden Fall der Österreich Roadtrip 2016. Wir hatten eine Menge Spaß. Ja. Und nochmal, es lief nicht alles perfekt nach Plan wegen Erkältung oder auch wegen Brandnatal zum Schluss. Es war alles ein bisschen blöd jetzt wegen Wetter oder wegen einer Verletzung und so. Wir hätten es natürlich auch perfekter machen wollen, aber es ging nicht einfach, es ging nicht anders. Ja. Aber ich glaube, Videos haben sich gelohnt für euch und für uns. Deswegen vielen Dank. Wir sehen uns wieder nächste Woche. Ciao.